Wir müssen uns in den nächsten Jahren in Nordrhein-Westfalen, aber auch in ganz Deutschland darauf konzentrieren, die Schulen bei der Unterrichtsentwicklung zu unterstützen. Ich bin davon überzeugt, dass die digitalen Medien dabei ein guter Katalysator sein können. Wir helfen unseren Schulen mit einem Lehrplan-Kompass. Wir zeigen, verteilt über die Jahrgangsstufen und verteilt über die Fächer, wo der Einsatz von digitalen Medien Sinn macht. Wo kann man welche Kompetenzen vermitteln? Wir haben ein Kompetenzraster entwickelt auf 4 Stufen und in 5 Dimensionen. Was sollen unsere Schülerinnen und Schüler lernen können, wenn sie die Schule verlassen? Die größte Herausforderung ist es, den Kern der Unterrichtsmethoden, den Unterricht zu entwickeln. Wir haben Lehrkräfte, die zurzeit überwiegend als Einzelkämpfer unterwegs sind und die müssen sich verständigen auf eine gemeinsame Lernkultur. Und das ist, glaube ich, das, was mit der meisten Energie unterstützt werden muss. Ja, da sprechen Sie an das Thema Lernplattformen. Wir glauben, dass wenn es gelingt, die Schule auch als virtuelle Schule abzubilden, wo all das vererbt wird, was einmal erarbeitet worden ist, dass das ein Katalysator sein wird für das Thema Entwicklung einer gemeinsamen Lernkultur, Unterrichten auf hohem Niveau mit hoher Qualität. Die Lernplattformen sind noch so jung, dass es, glaube ich, vermessen wäre zu sagen, sie müssten jetzt schon flächendeckend in Schule in Deutschland im Einsatz sein. Wir haben sehr gute Beispiele und es sind noch viele Fragen in vielen Dimensionen zu lösen. Da geht es um den Datenschutz. Wir glauben, dass wir mit unseren kommunalen Rechenzentren da ein hilfreiches Tool, Logineo, entwickelt haben, das es möglich macht, das Identity Management und den Single Sign-On komplett in kommunaler Hand datenschutzrechtlich ganz sauber gelöst zu haben. Darauf hoffen auch die Verlage, dass wir das für sie machen, weil die wollen die Schülerdaten gar nicht.